begrüße Sie zur Verleihung der Spandauer Ehrennadel 2013. Ich begrüße ganz herzlich die Mitglieder der Findungskommission. Das ist ja eine nicht so ganz einfache Aufgabe. Auch diesmal gab es eine ganze Reihe von Vorschlägen. Und außer meiner Wenigkeit sind das der BVV-Vorsteher Herr Bewig, der stellvertretende Bezirksbürgermeister Herr Carsten Röding und die stellvertretende Vorsteherin Frau Gabi Schiller. Herzlich willkommen. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Begründer dieser Auszeichnung, die wir heute feiern, auch in diesem Jahr der Veranstaltung treu geblieben ist und es möglich gemacht hat, nämlich den ehemaligen Bezirksbürgermeister und meinen Vorgänger Herr Konrad Birkholz. Und dann begrüße ich natürlich die zukünftigen Träger der Spandauer Ehrennadel. Wir versuchen, Vorbildwirkung zu erzielen, auch mit dieser Ehrung. Die Spandauer Ehrennadel ist seit dem Jahr 2001 an insgesamt 48 ausgezeichnete Persönlichkeiten verliehen worden. Sinn und Zweck der Ehrung: Für besondere Verdienste um den Bezirk Spandau von Berlin wird vom Bezirksbürgermeister verdienten Bürgerinnen und Bürgern die Ehrennadel des Bezirks Spandau von Berlin verliehen. Die staatliche Anerkennung soll denjenigen Personen zukommen, die sich in besonderer und herausragender Weise und über längere Zeit für das Gemeinwohl im gesellschaftspolitischen Bereich in Spandau verdient gemacht haben. Wir alle haben hier und heute die große Ehre und das große Vergnügen, Ihnen, Herr Haider Ayer, Frau Gudrun und Daniel Elmen, Herr Jürgen Elmen, Herr Jörg Hartmann, Herr Klaus Hirsch und Herr Hans-Peter Miesner, aufgrund Ihrer Verdienste und aufgrund Ihres Einsatzes für die Zitadellenstadt Berlin-Spandau die höchste Auszeichnung des Bezirks zu verleihen und verbinde dies mit dem größten Dank, den der Bezirk auszusprechen vermag. Mit seinem unermüdlichen Einsatz für Kranke und schwache Menschen, gleich welcher Herkunft und Religion, hat sich Herr Ayer in den letzten zwei Jahrzehnten um den Bezirk Spandau und seine Bevölkerung verdient gemacht. Ohne seinen persönlichen Einsatz wäre die Arbeit der AIDS-Beratung des Spandauer Gesundheitsamtes in der bestehenden Form überhaupt nicht möglich. Dafür gebührt ihm unser aller herzlicher Dank. Auch oder vielleicht gerade, weil es sich bei Herrn Ayer um einen Menschen handelt, der seine ehrenamtliche Tätigkeit stets sehr bescheiden und ohne großes Aufsehen verrichtet, ist es heute genau der richtige Rahmen, um mit der höchsten Auszeichnung, die Bürgermeister jetzt gesagt, der Bezirk Spandau zu vergeben hat, laut und vernehmlich Danke zu sagen. Eine Ehrenurkunde in Anerkennung und Würdigung der um den Bezirk Spandau erworbenen, herausragenden ehrenamtlichen Verdienste wird im Namen der Bezirksverordnetenversammlung Spandau und des Bezirksamtes Spandau Herrn Haider Ayer die Ehrennadel des Bezirks Spandau von Berlin verliehen, Berlin-Spandau am 20. November. Herzlichen Glückwunsch, Herr Ayer. Nein, bisher waren es immer Einzelpersonen, die da geehrt wurden. In diesem Jahr gibt es erstmals ein Ehepaar zu würdigen. Im Bereich der evangelischen Wichern-Gemeinde engagierten sich beide. Das gemeinsame Interesse an einer aktiven Erinnerungskultur führte in den folgenden Jahren zu einem immer stärkeren Engagement, gerade in diesem Thema. Das Ehepaar Elmen engagiert sich in der Mahnwache gegen Rechts und arbeitet seit vielen Jahren sehr aktiv in der Arbeitsgruppe Christen und Juden des evangelischen Kirchenkreises Spandau. In Zusammenarbeit mit der Jugendgeschichtswerkstatt Spandau konnten einige Verlegungen von Stolpersteinen initiiert werden. Durch intensive Forschung in verschiedenen Archiven und persönlichen Recherchen ist es dem Ehepaar Elmen gelungen, einige persönliche Schicksale jüdischer Familien aus Spandau öffentlich zu machen. Gut sichtbares Zeichen dieser intensiven Bemühungen ist die im vergangenen Jahr erfolgte Erweiterung des Mahnmals Lindenufer, das in unmittelbarer Nähe zum Standort der ehemaligen Spandauer Synagoge an die Schicksale der jüdischen Bevölkerung eben Spandau erinnert. Und deshalb ist es folgerichtig, beide heute mit der Spandauer Ehrennadel auszuzeichnen. Hier in Anerkennung und Würdigung der um den Bezirk Spandau erworbenen herausragenden ehrenamtlichen Verdienste wird im Namen der Bezirksverordnetenversammlung Spandau und des Bezirksamtes Frau Gudrun O'Daniel
Elmen, die Ehrennadel des Bezirkes Spandau von Berlin. Berlin, Herrn Jürgen Elmen, die Ehrennadel des Bezirks Spandau von Berlin. Berlin, Berlin, Spandau, den 20. November. Herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden. Viele engagierte Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, kennen vermutlich ein besonderes Phänomen. Es beginnt mit dem Mithelfen auf ganz kleiner Flamme. Und ehe man sich's versieht, hat man Hut auf. Genauso verhält es sich mit Herrn Hartmann und dem Kladower Christkindlmarkt. Anfangs verkaufte er Tombola-Lose und half so mal mit bei der Organisation. Als sich mit Frau Ursula Maria Retzlaff gemeinsam mit dem früheren Bezirksbürgermeister Konrad Birkholz, eine der Initiatoren des alljährlichen Marktes aus Berlin, verabschiedete, stieg dann Herr Hartmann doch tiefer ein und wurde Vorsitzender des Vereins Kladower Dorfunion e.V. Mit den steigenden Besucherzahlen wuchs natürlich auch die Anforderung an die Organisation. Herr Hartmann koordinierte über viele Jahre die Arbeit von über 100 ehrenamtlichen Helfern, die sich aktiv beteiligen, und es gelang ihm immer wieder, viele Mitstreiter, ganz unabhängig von ihrem Alter, mit einzubinden und für die gute Sache zu begeistern. Obwohl er zwischenzeitlich den Vereinsvorsitz abgegeben hat, engagiert sich Jörg Hartmann gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter weiterhin für den alljährlichen Christkindlmarkt. Für dieses langjährige Engagement für seine Wahlheimat Kladow bedankt sich der Bezirk Spandau bei Herrn Jörg Hartmann mit der goldenen Ehrennadel 2013. In Anerkennung und Würdigung der um den Bezirk Spandau erworbenen herausragenden ehrenamtlichen Verdienste wird im Namen der Bezirksverordnetenversammlung von Spandau und des Bezirksamtes Spandau Herrn Jörg Hartmann die Ehrennadel des Bezirks Spandau verliehen. Berlin-Spandau, den 20. November 2013. Herzlichen Glückwunsch. Über fast vier Jahrzehnte war die Wasserrettungsstation Große Badewiese in Gartow ein zweites Zuhause für den Rettungsschwimmer Klaus Hirsch. Wer die dort verbrachten Tage und Stunden zählen wollte, hätte es sicher schwer. Denn eigentlich ist die Station untrennbar mit seinem Namen verbunden. Glücklicherweise ließ sich die ehrenamtliche Tätigkeit im nassen Element über viele Jahrzehnte recht gut mit der beruflichen Entwicklung von ihm in Einklang bringen. Auch im Berufsleben legt Herr Hirsch eine ebenso bemerkenswerte Konstanz wie in seinem Ehrenamt an den Tag. Das Organisationstalent von ihm blieb selbstverständlich auch bei der DLRG nicht lange im Verborgenen. So kam es dazu, dass er zunächst die damalige Geschäftsführerin bei deren Arbeit unterstützte und schließlich im Jahr 1975 zum Geschäftsführer der DLRG Spandau gewählt wurde. Tausende Spandauerinnen und Spandauer haben in den vergangenen Jahrzehnten eben bei der DLRG das Schwimmen erlernt, und für jeden von ihnen stand der Hirsch als kompetenter Ansprechpartner immer zur Verfügung. Doch auch die Arbeiten, die nicht im Vordergrund standen und stehen, wurden von ihm über die Jahrzehnte beispielhaft ausgeführt. Er wurde über die Spandauer Grenzen hinaus zu einer festen Größe in der DLRG. Ein solches langjähriges Engagement ist natürlich nur schwer ohne die Unterstützung der Familie denkbar. Am heutigen Tag bedankt sich nun allerdings seine Heimat Spandau mit der Verleihung der goldenen Ehrennadel des Bezirks bei Klaus Hirsch für viele Jahrzehnte seines unermüdlichen Einsatzes für die Spandauer Bevölkerung. In Anerkennung und Würdigung der um den Bezirk Spandau erworbenen herausragenden ehrenamtlichen Dienste, Verdienste in dem Falle, wird im Namen der Bezirksverordnetenversammlung Spandau und des Bezirksamtes Spandau Herr Klaus Hirsch die Ehrennadel des Bezirks Spandau von Berlin verliehen. Berlin, Spandau, den 20. November. Herzlichen Glückwunsch, Hirsch. Der 1. Februar 1926 hat für die jetzt folgenden Ausführungen große Bedeutung. An diesem Tag gründete Niesner gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten den Spandauer Boxclub 1926. Den Vereinsgründer Erwin Niesner kann seine Heimatstadt Spandau heute nicht mehr ehren. Daher gilt die Anerkennung dem Sohn des Vereinsgründers, Hans-Peter Niesner. Der Sport und insbesondere der Boxsport hat zweifellos einen großen Stellenwert bei der Integration. In den frühen 80ern hieß es bei den norddeutschen Meisterschaften, an denen auch Teilnehmer ohne deutsche Staatsangehörigkeit teilnehmen können, bisweilen aus den Kreisen der Konkurrenz: Ach, guck mal, da kommt Türken an. Wenn Hans-Peter Wiesner mit seinen Nachwuchshoffnungen im Ring erschien. Inzwischen steht der gegenseitige Respekt in einer Sportart im Vordergrund, die auch die Persönlichkeit der jungen Boxer schult.
Seit dem Jahr 1986 ist Hans-Peter Wiesner auch Präsident des Berliner Boxverbandes. In seiner Amtszeit fallen viele weitere sportliche Höhepunkte, wie zum Beispiel mehrere mit dem Boxring Hertha BSC errungene deutsche Mannschaftsmeisterschaften, zuletzt übrigens im Jahr 2009. Nach so vielen Jahren im Amt hat Herr Wiesner noch immer neue Pläne im Kopf. Die Förderung des derzeit größten Talents des Vereins, Nina Meinke, weist da die Richtung. Das Boxen für Frauen und Mädchen nimmt eine immer größere Rolle ein. Eine eigene Trainingsgruppe für Mädchen soll entstehen. Die Möglichkeit von Wettkämpfen für Boxer über den bisher gültigen Alterslimit von 37 Jahren. Die Ideen und Pläne von Hans-Peter Wiesner, die reichen in jedem Fall für weitere Jahrzehnte seiner Vorstandsarbeit aus. Heute jedoch wird er durch seine Heimatstadt Spandau für seine großen Verdienste um den Spandauer und Berliner Sport zu Recht mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. In Anerkennung und Würdigung der um den Bezirk Spandau erworbenen herausragenden ehrenamtlichen Verdienste wird im Namen der Bezirksverordnetenversammlung von Spandau und des Bezirksamtes Spandaus Herrn Hans-Peter Wiesner die Ehrennadel des Bezirks Spandau von Berlin verliehen. Berlin-Spandau den 20. November 2013. Herzlichen Glückwunsch.